Hallo, mein Name ist Yannick und ich möchte Ihnen heute einen kleinen Einblick in die Welt der Android-Software bieten. Die aktuelle Android-Software nennt sich Android 4.0 und heißt Ice Cream Sandwich. Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger sind zum einen ein neues Design, das hauptsächlich in dunkelblau oder schwarz gehalten wird. Man kann neuerdings die Widgets auf dem Homescreen verkleinern und auch wieder vergrößern. Man kann sein Smartphone neuerdings auch mit Gesichtserkennung entsperren. Vorher ging das nur mit einer PIN-Sperre oder einem Displaymuster. Neuerdings gibt es auch andere kleine Funktionen. Zum Beispiel kann man sich den Datenverbrauch nun direkt im Menü anzeigen lassen, ohne dass man irgendwelche Zusatzsoftware braucht, wie das davor der Fall war. Außerdem ist Android 4.0 schneller als die Vorgänger. Das merkt man vor allem im Browser, der mehr als doppelt so schnell sein soll im Vergleich zu der Vorgängersoftware. Normalerweise ist es ja so, dass die neueste Software auch die beliebteste ist und dementsprechend auch am meisten benutzt wird. Bei Android ist das allerdings nicht so richtig der Fall. Also gestern wurde von Google eine Statistik veröffentlicht, die zeigt, dass aktuell nur 2,9% Android 4.0 überhaupt nutzen. Dabei ist die Software schon seit Mitte Oktober letzten Jahres auf dem Markt. Aktueller Führer ist noch Gingerbread, die Version 2.3. Die nutzen knapp 64%. Das liegt vor allem daran, dass die Software-Updates nicht direkt von Google kommen, sondern die kommen von dem Hersteller auf Smartphone, zum Beispiel von Samsung oder HTC. Und bis diese dann die Updates bereitstellen, dauert es immer eine Weile. Deswegen haben noch so viele die alten Versionen. Wenn Sie jetzt Ihr Smartphone updaten, dann merken Sie aber so viel von dem neuen Android gar nicht. Denn die Hersteller, wie eben HTC oder Samsung, die legen über die Android-Version nochmal eine eigene Software drüber. Bei HTC nennt die sich HTC Sense, bei Samsung heißt sie TouchWiz. Das ist eigentlich das, was der Benutzer wirklich sieht. Vom Android merkt er nur im Menü eigentlich was. Den Rest, also das, was man auf dem Homescreen sieht, sind eben diese eigenen Benutzeroberflächen. Wenn auch Sie noch eine alte Softwareversion haben und auf die neue Ice Cream Sandwich updaten möchten und vom Hersteller keine Updates bekommen oder auch überhaupt nicht mehr bekommen, da viele Handys auch einfach nicht mehr unterstützt werden, geht es nur über den Root und anschließend können Sie eine ROM flashen. Ja, Android benennt seine Versionen nach Süßigkeiten. Also die erste Version hieß Cupcake, danach kam Donut, Eclair, Frocho, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich haben wir im Moment. Die nächste Version soll Jelly Bean heißen und die soll auch noch im Jahr 2012 auf den Markt kommen. Da es ja neben Android-Smartphones auch noch Android-Tablets gibt, hat Android dafür auch eine eigene Software rausgebracht. Das war Android 3.0 Honeycomb. Diese war eben nur für Tablets verfügbar und nicht für Smartphones. Android 4.0 Ice Cream Sandwich soll hingegen für beide verfügbar sein, also sowohl für Smartphones als auch für Tablets. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.